Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um die Frage, was sind schwache exekutive Funktionen? In den letzten Filmen haben wir schon über die drei neuropsychologischen Theorien zum Autismus gesprochen. Also Theorien, die den Zusammenhang zwischen Gehirn und Wahrnehmung der Umwelt nutzen, um Erklärungen für den Autismus zu finden. Die Theory of Mind habe ich bereits erklärt, als erste Theorie, als zweite Theorie die schwache zentrale Kohärenz und jetzt kommen wir zu den eingeschränkten exekutiven Funktionen. Exekutive Funktionen, das ist ein ganz schwieriger Begriff, so scheint es, aber es verbirgt sich im Grunde etwas ganz Einfaches dahinter, nämlich die Fähigkeit, komplexe Handlungen zu planen und durchzuführen. Eine Fähigkeit, die wir jeden Tag im Alltag brauchen und die Königsdisziplin, also die höchste Anforderung an die exekutiven Funktionen, stellt die Herausforderung dar, in einer eigenen Wohnung ein selbstständiges Leben zu führen. Die exekutiven Funktionen umfassen einen ganzen Komplex verschiedener Fähigkeiten. Lassen Sie mich das an einem Beispiel erklären. Stellen Sie sich vor, Besuch kündigt sich an für heute Abend und Sie laden spontan zu einem Abendessen ein. Wenn Sie jetzt die Hände heben und sagen, um Gottes Willen, das würde ich niemals tun, es ist nur ein Beispiel, anhand dessen ich die exekutiven Funktionen gut erklären kann. Also stellen Sie sich vor, Sie würden sich freuen über den Besuch und Sie planen jetzt ein Abendessen. Was müssen Sie können, damit abends um 20 Uhr ein Essen für Ihren Besuch auf dem Tisch steht? Erstens, Sie müssen flexibel sein. Das heißt also, Sie müssen Ihre Pläne jetzt an die neuen Bedingungen anpassen. Also Flexibilität gehört dazu. Zweitens, Sie brauchen einen Plan. Sie müssen überlegen, was muss ich alles erledigen, damit um 20 Uhr das Essen auf dem Tisch steht? Also eventuell einkaufen, kochen, vielleicht noch etwas aufräumen, den Tisch decken, vielleicht Getränke kühl stellen. Also was gehört dazu? Als nächstes, in welcher Reihenfolge sollte ich die Aufgaben erledigen? Also es ist vielleicht ungünstig, anzufangen zu kochen, wenn man noch gar nicht alle Zutaten eingekauft hat. Also die Reihenfolge brauche ich. Dann muss ich wissen, wie lange brauche ich ungefähr für jeden einzelnen Schritt, damit es mir wirklich gelingt, um 20 Uhr pünktlich mit dem Essen fertig zu sein. Ich muss auch genau mir überlegen, was gehört heute Abend nicht zur Vorbereitung des Abendessens dazu. Das heißt also, was mache ich eventuell irgendwann anders? Ich muss also Prioritäten aufstellen. Was muss jetzt erledigt werden? Was kann ich später noch erledigen? Also Prioritäten setzen gehören dazu. Sie sehen also ganz verschiedene Sachen, also angefangen vom Flexibelsein über ich muss wissen, was muss getan werden, in welcher Reihenfolge muss es getan werden, wie viel Zeit habe ich für jeden einzelnen Handlungsschritt, was muss ich auch einfach weglassen, damit ich mein Ziel erreiche. Das sind Sachen, die in den Bereich der exekutiven Funktion gehören. Menschen im Autismus-Spektrum haben oftmals nicht so gute exekutive Funktionen. Jetzt ist es so, dass sich die exekutiven Funktionen in der Kindheit entwickeln. Die werden also üblicherweise in der Kindheit immer besser, bis dann das tragische Ereignis Pubertät einsetzt und die exekutiven Funktionen bei allen Menschen erst einmal den Bach runtergehen. Aber spätestens mit 25 Jahren sind die exekutiven Funktionen wieder voll entwickelt. Menschen im Autismus-Spektrum haben in jedem Lebensalter häufig geringere exekutive Funktionen. Das heißt, auch hier geht es in der Pubertät den Berg runter. Aber da ihr Niveau niemals so hoch war wie bei den neurotypischen Gleichaltrigen, fällt ihr Niveau also häufig noch tiefer. Da die exekutiven Funktionen einen Komplex an Fähigkeiten darstellen, müssen wir, um gut unterstützen zu können, auch immer ganz genau gucken, wo liegt denn das Problem? Das Problem kann jetzt also darin liegen, dass eventuell die Flexibilität eingeschränkt ist und jemand auch nicht schnell auf Verhaltensalternativen zurückgreifen kann. Oder dass er gar nicht einschätzen kann, was gehört denn jetzt alles dazu?
ein Essen herzurichten. Manche wissen auch nicht, in welcher Reihenfolge das sinnvollerweise erledigt werden muss. Andere wiederum haben Schwierigkeiten mit der Zeiteinteilung. Und dann gibt es auch noch eine Gruppe, die kann Wichtiges von Unwichtigem nicht unterscheiden und verliert sich manchmal so in Kleinigkeiten. Also es könnte sein, dass sie nachschauen wollen, ob sie alle Zutaten zum Kochen parat haben und bei der Gelegenheit denken, Mensch, da könnte ich doch noch mal gleich mein Gewürzfach durchschauen, welche Gewürze eventuell abgelaufen sind. Und sie nehmen alle Gewürze raus und sehen, ach, Pfeffer fehlt ja auch. Gehe ich mal schnell Pfeffer einkaufen. Beim Einkaufen des Pfeffers treffen sie einen Freund und der sagt, Mensch, hast du Lust, mit mir noch einen Kaffee zu trinken? Und sie denken, na, ist noch nicht 8, ich gehe noch einen Kaffee trinken. Und zum Schluss kommen sie kurz vor 8 wieder zu Hause an. Die Küche ist ein Chaos, weil alle Gewürze aus dem Gewürzschrank ausgeräumt sind. Sie haben nicht angefangen zu kochen und ihre Familie sagt ratlos, na, ich denke, du bereitest das Abendessen vor. Und derjenige sagt, du, ich bin mitten dabei. Genau solche Phänomene erlebt man manchmal, wenn Kinder oder Jugendliche ihr Zimmer aufräumen sollen. Sie haben also den Auftrag, das Zimmer aufzuräumen. Nach einiger Zeit kommt man gucken, man hat den Eindruck, das Chaos ist größer als je zuvor. Aber die Heranwachsenden schwören Stein und Bein, sie wären dabei, es aufzuräumen. Also hier ist oftmals die Fähigkeit reduziert zu entscheiden, was muss jetzt unbedingt gemacht werden und was können wir auch auf andermal vertagen. Manche Menschen haben auch wunderbare Pläne im Kopf, fangen nur nicht an, die umzusetzen. Damit wir gut unterstützen können, müssen wir also ganz genau schauen, an welcher Stelle hat die Person denn ihre Schwierigkeiten, weil wir dann gezielt Hilfe anbieten können. Das Ergebnis, um 20 Uhr steht kein Essen auf dem Tisch, kann ganz gleich sein, wenn die Ursachen ganz unterschiedlich sind. Um gut unterstützen zu können, müssen wir ganz gut analysieren, wo hat die Person ganz genau ihre Schwierigkeiten. Exekutive Funktionen braucht man, um sich früh fertig zu machen, zur Schule oder zur Arbeit, um seine Tasche auszupacken, um ein Essen zu kochen, um das Zimmer sauber zu machen, um eine Reise vorzubereiten, also um die Hausaufgaben zu erledigen, um die Schultasche zu packen. Also für viele, viele Sachen braucht man exekutive Funktionen. Und wenn jemand schlechte exekutive Funktionen hat, dann sehen wir häufig, dass er nicht pünktlich ist und dass er nicht die Sachen dabei hat, die er dabei haben soll und dass er sich nicht an Verabredungen halten kann. Das deutet also oft auf schlechte exekutive Funktionen. Die müssen wir nicht hinnehmen, sondern wir müssen dann gucken, welche Unterstützung ist notwendig. Die Schwierigkeiten sind bei Menschen im Autismus-Spektrum ganz unterschiedlich, denn sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.